Das gab's noch nie. VW verbaut ab Spätsommer 2015 erstmals einen Dreizylinder im Golf. Der kleine Turbomotor leistet im TSI Blue Motion Golf 115 PS und bis zu 200 Newtonmeter Drehmoment. Mindestens doppelt so viele Fahrstufen wie Zylinder haben die Getriebe, die für den Dreizylinder Golf zur Auswahl stehen. Serienmäßig kommt er mit einem manuellen Sechsganggetriebe. Auf Wunsch verwaltet ein Siebengang DSG die Leistung des 1-Liter Turbos. Typisch für Dreizylinder ist ja eines, sie schütteln sich nach Start und Stopp. Der vom Polo bekannte TSI rumpelt nur nach dem Abstellen. Wir sind gerührt und fragen, wie geht denn das? Damit sich der Dreizylinder mit dem internen Code EA211 kultiviert benimmt, haben ihm die Wolfsburger Tricks beigebracht. Gewichte an Riemen und Schwungscheibe gleichen motortypische Schwingungen aus. Der 1 Liter hat ein versteiftes Motorgehäuse, einen erleichterten Kurbeltrieb, verzichtet auf Ausgleichswellen. Die Dämpfung übernimmt ein Zweimassenschwungrad. Und damit der Kleine nicht zu durstig wird, gibt's einen Zylinderkopf mit eingegossenem Auslasskrümmer. Vorteil: kurze Kaltlaufphase, gute Wärmeausnutzung, besserer Wirkungsgrad. Nebeneffekt: die Heizung springt schneller an. Ab 1600 Touren ist deutlich zu spüren, wie der Turbo schiebt. Bei 2000 Umdrehungen steht das volle Drehmoment von 200 Newtonmetern an. Der Motor knurrt sympathisch kernig bis 6000 Touren. 204 km Spitze schafft er, aber nur im fünften von 6 Gängen. VW setzt bei dieser Technik auf Downsizing, also eine Verkleinerung des Antriebs. Dreizylinder sind kürzer, leichter, billiger, ihre internen Reibwiderstände geringer. Folge: sie verbrauchen weniger Sprit. Wirklich? Im Prospekt steht 4,3 Liter. Das haben wir auf der behutsamen Testfahrt auch erreichen können. Ob wir allerdings im TSI Blue Motion auch im Testalltag neue Seiten erkennen werden, wir sind gespannt. Und verwirrt: das Sparmodell kostet mit 5 Türen 21.350 Euro und damit 1.075 Euro mehr als der vergleichbare 1,2 TSI Vierzylinder mit 110 PS. Ach ja, da war ja noch was bei den VW-Benzinern. Damit es künftig keine Probleme mit Steuerketten gibt, hat EA211 für den Antrieb der Nockenwellen einen Zahnriemen, der 250.000 Kilometer halten soll.